SBT Section, it's Shisha Time. Das waren aber keine 10 Sekunden. Das waren keine 10 Sekunden. Hol mal doch den Eimer, glaub ich. Den Beutel mal auf, Freunde, wegen dem Ekeltabak. Ich mache jetzt den Beutel mal auf. Da ist ein Ekeltabak drin, den wirst du wahrscheinlich gar nicht eklig finden. Mit dem fangen wir jetzt mal an. Doppelapfel. Richtig. Den werde ich nicht eklig finden? Ich weiß nicht, bist du, ich dachte, du bist ein Doppelapfel-Fan. An den Anfangszeiten, wo man noch gedacht hat, dass wenn man einen Kobaschlauch hat, dass man da einen Durchzug hat. In den Zeiten, ja. Okay. Also, hier ist auf jeden Fall Doppelapfel drin. Ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt. Ich habe den noch nie geraucht. Riecht aber auf jeden Fall gut nach Anis. Oh, leck mich am Arsch. Also gar kein Doppelapfel-Fan hier, oder? Keiner. Nee, okay. Also, Doppelapfel-Hater. Gute Doppelapfel-Note, oder? Das ist ha? So typisch, wie ihr da Fahrer kennt, ohne Scheiße. Also, viele werden jetzt sagen, was, ihr raucht nur Doppelapfel als Ekeltabak. Ja, Freunde. Definitiv nicht. Wir hassen Doppelapfel, alle. Ich hätte gedacht, er mag Doppelapfel, aber nein, keiner mag Doppelapfel. Ist ziemlich eklig für uns und wir wollen ja reinkommen in die Ekel-Schose. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit einem Ekeltabak an, der noch einigermaßen, hoffe ich, rauchbar ist. Aber ihr wisst ja, ich baue jeden Ekeltabak im Hotshot.at mit viel zu viel Kohle. Yvonne, du darfst gleich mal 3 Kohlen bitte noch nachschmeißen. So, also der Kopf ist jetzt auf jeden Fall on fleek. Also ich würde sagen, da werden wir auf jeden Fall den Käse spüren, Freunde. Beziehungsweise den Anus. Die Klabusterbeere. Also ekelhaft. Ja, der Käse kommt auch noch später, ich weiß. Kommt auch noch. Lass mich mal in die Tüte gucken, bitte. Nein, du darfst nicht in die Tüte gucken. Keiner hat in die Tüte geschaut. Die Tüte. Der Beutel. Aber da ist kein Inhalt drin. Noch nicht. Da bräuchte ich tatsächlich eine, ja. Die Frau denkt mit, schau. Das sieht auch lecker aus. Der Kai hat's erfasst, ab morgen ist das SWT-Team raus aus der Shisha-Szene, nach den Köpfen. Sind wir tot. Ja, so schaut's aus. Also der Kopf ist auf jeden Fall on fleek, Freunde. Ja, passt. Ist gut, das kommt mir ziemlich nah. Der Verbot ist schon gestern. Es kommt mir ziemlich nah. Freunde, so werde ich aussehen, wenn ich den ersten Zug Doppelapfel mache. Ja. So werde ich ungefähr schauen, ja. Das ist kein Photoshop, Freunde, so schaue ich immer. Ja, das ist ganz normal. Leo Röhrig, Dankeschön fürs Abo. Nice. Vielen Dank. Also, das ähnlich kann mit Jake. So, jetzt gibt es gleich Doppelapfel ins Gesicht, Freunde. Jetzt heißt es gleich umstöpseln. Einer darf währenddessen da drüben bleiben, ja, die anderen sind natürlich gleich beim Umstöpseln. Ja. Wir rauchen jetzt den Ekeltabak an, Freunde. Was gibt es? VIP 2-App. VIP ist jetzt kein Ekeltabakhersteller, aber der hat halt Doppelapfel im Sortiment und Doppelapfel mag keiner von uns. Also nicht der Olli, nicht der Domingo, nicht ich, nicht der Chris. Wir alle hassen Doppelapfel. Und aber den haben wir jetzt gebaut hier, Freunde, in der THS Genesis mit dem Hotshot.at. Das wird ekelhaft, Freunde. Also, einschalten, Freunde, youtube.com/shisha-warentest ist mein Kanal. Vielen Dank für die Spende, Clemens! 30,99 haut er raus. Ja, vielen Dank. Da ist er wieder. Der Clemens ist am Schlüssel. Clemens, du Wahnsinniger. Ja. Geht schon wieder los, oder? Geht schon wieder los. Aber Ehrenmann, weil er hat 99 Cent im Hintergrund noch gespendet, dass die 32 jetzt wieder gerade sind. So muss das. Ah, Olli hat schon eingesteckt, das finde ich gut. Also, ja, ist er angeraucht oder wie schaut's aus? Ist er angeraucht schon, ja? Siehst du an der Wohl. Der geht. Der geht? Okay, also. Dann fangen wir mal an. Wie ein Sack voll dreckiger Socken. Delay im Stream? Ja, das kann sein, dass ich einen Delay im Stream habe. 5 Sekunden circa, denke ich mal, habe ich drin, ja. Also, das kann schon gut möglich sein. Der geht ja noch. Der Tabak geht tatsächlich noch, ja. Wir müssen ein bisschen mehr Hitze geben. Ein bisschen mehr Hitze müssen wir dem Ganzen schon geben, ja? Ja gut, du weißt, wer da ist, schreibt der Clemens. Ja, wir wissen, dass der Spendenverrückte da ist. Das heißt, das Spendenziel wird ziemlich schnell gefüllt wahrscheinlich sein. Könnt ihr gute Zitrone-Minze-Tabake empfehlen? Guter Zitrone-Minze, Ginny zum Beispiel, der Lemon Fresh oder der Social Smoke. Ist auch richtig gut, Zitrone-Minze. Oder der Alfacher, der Klassiker. Melody Tobacco auch noch nicht probiert, Freeze Machine. Auf der Shisha-Messe wird es Tabakshots geben, ja. Und es ist auch interessant für Leute, die nicht so viel Erfahrung mit Shisha haben. Definitiv, es ist für jeden definitiv Interessantes dabei, ja. Pizza 5553 hat abonniert, Dankeschön. Vielen Dank.
Und Frederick Joe, sehr, sehr schönes Ambiente bei dir. Hat einen Fernseher rausgestellt, bei dem läuft es definitiv. Ja? Ja. Also schöne Outdoor-Session beim Frederick. Ja, hier seht ihr es, Freunde. Clemens! Okay. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Triparowski, Freunde. Ja. Triparowski, ja. Triparowski. Tambaskasowski. Adidaskasowski. Triparowski. 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 Ja, Clemens, so habe ich das jetzt eigentlich nicht gedacht gehabt, dass du das auf einmal voll machst hier, ja? Clemens, der Ehren-Clemens ist wieder dabei, ja? Ich wusste, dass er da ist, aber dass er direkt gleich eskaliert, habe ich jetzt nicht gedacht. Anna Binder, dankeschön fürs Abonnieren. Sergej, uns geht's aktuell noch gut, ja? Aber das wird jetzt dann gleich vorbei sein, denn dank dem Clemens, ihr dürft euch beim Clemens bedanken, Freunde, werden wir jetzt gleich hier einmal den Beutel öffnen. Und irgendeinen Tabak hier rausnehmen. Und der, was rausgenommen wird, wird geraucht und da ist nur noch ekliges Zeug drinnen, Freunde. Die Spende ist voll. Ja. Wir haben das erste Spendengoal erreicht, das heißt, jetzt gibt's Ekeltabak. Wer von euch drei möchte ziehen? Ich! Du magst ziehen? Okay, du darfst aber nicht reinschauen. Nein, ich bin schon klar. Und dann brauchen wir drei neue Kohlen natürlich, Chris. Hau schon mal drauf. Ja. Also, du darfst jetzt gleich mal irgendwas ziehen, egal was. Es sind Dosen drin, es sind Beutel drin, es ist alles Mögliche drin. Zieh irgendwas. Keiner weiß, was drin ist. Und das, was der Olli jetzt zieht, wird geraucht, Freunde. Das kann jetzt richtig, richtig eklig werden, aber es kann auch noch einigermaßen erträglich eklig werden. Aber es wird. Nein, das ist Mettwurst. Nein, oder? Nicht dein Ernst. Das ist Mettwurst. Sorry. Du hast gesagt, zieh irgendwas. Okay, Olli hat Mettwurst gezogen. Ja? Olli hat Mettwurst gezogen, ja? Ich weiß nicht, ob der noch intensiv riecht, aber er schmeckt intensiv. Das kann ich beantworten. Wo ist der Stefan, wenn man ihn braucht? Der würde jetzt wahrscheinlich schon wirken beim Geruch. Mettwurst, Freunde. PX1 Mettwurst, einer der ekligsten überhaupt. Also Manuel, jetzt gerade gibt es den VIP Doppelapfel, 2-App, wie auch immer. Aber Benny hat hier so einen. Komm ich an die ran. Seinen wunderschönen Beutel mit verschiedenen Tabaksorten gefüllt, die uns alle wahrscheinlich töten werden. Ich weiß nicht, was drin ist, keine Ahnung. Eigentlich weiß es nur Benny, was da drin ist. So, wenn was Geiles rauchen will. Was Geiles? Oh, das ist. Das trifft sich. Ja, Tabak ist auf jeden Fall gut gefüllt, der Kopf. Ich würde sagen, Scheherazade, Zimt wird es gleich richtig geben ins Gesicht, Freunde. Dass er quasi anraucht. Und der Bitte gehen wir natürlich sehr gerne nach. Ja? Also da haben wir ja gar kein Problem. Da sind wir sehr, sehr schmerzfrei. So. Olli darf das Ding mal anrauchen. Der macht das. Der kümmert sich darum. Der ist geil am Anfang. Am Anfang ist er geil, ja? Okay, dann. Moment. Dann muss ich da jetzt schon mal. Dran. Nee. Wenn er jetzt noch gut ist, dann. Der ist richtig gut. Ohne Scheiß jetzt. Also wenn du jetzt was anderes sagst, dann weiß ich auch nicht. Ich finde ihn richtig geil am Anfang. Chris, komm, hau mal noch ein paar Kohlen drauf. Du Wahnsinniger. Ich will dir den Tabak richtig versauen, Olli. Du hast so geschwärmt von dem Tabak, ich will ihn dir jetzt richtig versauen. Ich spreche jetzt Zimt drin, oder? Das sieht aber gerade so aus. Ach, gut. Ja, ähnlich vom Geschmack. Pressinger Sepp. Ja, der ist auf dem Weg. Oh, hier. Jetzt hau mal Kohle drauf. Yeah. Da ist der Pressinger Sepp. Hier ist er. Yeah. Haut gerade Kohle drauf. Yeah. Eine Kohle hat bei mir nur Platz. Eine? Ich habe aber nur zwei. Also ja. Wir rauchen gerade mit 5 Kohlen jetzt. Und jetzt kommt die 6. noch. Die 6. Kohle, dann ist, denke ich mal, Abfahrt angesagt, ja? Das ist das Smoshi Shisha-Treffen Pharma Setup. Ach du fuck. Jetzt ist Feierabend, Freunde. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist richtig. Aktuell, Abfahrt. Man konnte ihn noch einigermaßen rauchen. Man musste zwar ein paar Mal schon mal husten. Aber jetzt, Freunde, jetzt ist dann, denke ich, Ende. Ah, jetzt kommt da. Jetzt wird er gut. Oh. Jetzt ist er wieder gut. Der braucht nur viel Hitze, der wird wieder gut. Kommen eigentlich bald mal wieder Videos vom Junes oder ist der in Shisha-Rente gegangen? Ich glaube, der ist aktuell in Rente, ja. Kurzes Story-Update, Freunde. Wir brauchen gerade alle Scheherazade Zimt. Und wir haben 6 Kohlen auf dem Kopf, Freunde. Der gibt gerade alles. Ja. Kommt vorbei, Shisha Warntest, YouTube eingeben. Ekel-Livestream ist richtig on fleek.
Ekelhaft. Lex Smoke fragt, ob er gerade auf YouPorn gelandet ist. Die Pfeife wird ja vergewaltigt. Das ist richtig. Eigentlich müssten wir auf YouPorn streamen. Alexandra, gerade aktuell rauchen wir jetzt gar nichts mehr. Wir werden entscheiden, was da geraucht wird. Noch drin, der Sambuca. Zweimal Darkside ist drin und eine Dose. Wieso zweimal Darkside? Dose ist Pharma. Das kann bloß so sein. Ja. Wenn er mit irgendeinem Darkside. Dann hat er noch umgetan, weil das ist eine kleine Dose. Was hast du denn? Salbei. Was? Salbei? Salbei, Freunde! Der wollte eindeutig das Sambuca, weil Salbei. Man hat ja gewusst, dass es Darkside ist von der Verpackung. Freunde, Salbei! Hat jemand schon mal Salbei geraucht? Dafür brauche ich jetzt die Chapona Hooker Mummy Bowl. Und zwei Kohlen, bitte. Salbei ins Gesicht gibt's gleich, Freunde. Im Overpacking Setup, Vollkontakt. Ich nehme einen Kaktus. Magst du einen Kack? Ja, einen Kack. Und Chris, schau mal drüben nur nach einer gebrauchten Smokebox für den Vollkontakt. Eine gebrauchte? Ja. Schau mal, ob die eventuell dunkel, also schwarz unten drunter ist. Wie war das? Bin ja gespannt. Der Chris muss anrauchen, ja. Dilla Shishas gehen auf jeden Fall klar, habe ich ja schon vorgestellt. Das Mikro an! Man wird es leicht zischen hören. Zwitschern, ja. Zwitschern, ja, da zwitschert es leider dick. ja, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Ich würde es noch nicht anrauchen. Ja, sagt danke, Olli. Also ich würde es noch nicht anrauchen, ich würde jetzt erstmal warten. Erstmal so ein, zwei Minuten warten, okay, bis die Hitze übertragen worden ist. Hupsa, ich gehe kurz auf die Toilette. Ein Schöpfchen könnt ihr euch ja, die Fuß ziehen da. Genau, ziehen sollte noch keiner, richtig, ich würde noch ein, zwei Minuten warten. Lasagne ist auch nicht schlecht. Boah, der Eisbaum schmeckt noch richtig geil, ey. Ja, jetzt wo du mal wieder atmet hast. Vor allem der Quant sogar noch wie Schweinhari. Schweinhari kenne ich nicht. Also im Prinzip ist das da gerade auch ein Grill. Bissel. Wird geröstet. Ist der beim Pissen oder was? Ja, der Theo. Und der pisst immer bei offene Türe. Ja, ja. Generell. Das, ja. Guck, da drüben sitzt er allein. Ja, ja. Sitzen wir. Das ist komplett abseits von uns. Oh mein Gott, Alter, wir haben das Paralleluniversum erschaffen. Oh! Alter, Domingo, was schreiben Sie denn alle so hier? Ja, Domingo. Lies doch mal. Ich kann doch nicht lesen. Hast schon ein Fanglas auf der Nase? Ja. Beide Lippe oder nur einer? Um was liegst du? Um die Leute, die ungerade Beträge sprennen auf der Messe. Ach so, wegen Little Twist. Genau. Ja, anfangs nur einen. Ja klar, Somo, zum Beispiel der Strong Red. The Strong Passion finde ich geil. The Strong Orange geht immer. Mich finde ich auch geil. Die normalen Sorten sind so standardtechnisch, da kann ich auch sagen, da kann man auch andere Tabaksorten rauchen. Aber da ist zum Beispiel der Splash Joy gut. Traube übrigens, statt Erdbeerkirsche. Ja, ja. Aber es gibt auch Versionen, wo anscheinend Erdbeerkirsche drin ist, aber bei uns war Traube mit drin. Ist das weiße oder schwarze Traube? Würde eher sagen schwarz. Okay. Schwarze aber die Strong-Sorten kann man fast komplett. Ja, kommt natürlich drauf an, was ihr gerne raucht. Aber Strong Red zum Beispiel, Erdbeer-Rhabarber ist geil. Strong Orange. Das stimmt, ja, die Strong-Sorten sind echt gut. So, wir rauchen keine Zigaretten, nein. So, nein. Bitte einmal umswitchen, jetzt können wir mal anfangen zu probieren. Weil nein, er. Er ist Anraucher. Ja, er hat noch nicht. Ja, ja, was ist denn da los? Noch nicht angeraucht. Was ist los mit dir? Chris! Du brauchst zu lange! Rauch an das Ding! Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Das kann jetzt echt eine Offenbarung werden oder es könnte eklig werden. Eins von beiden. Entweder wird es jetzt echt eklig oder lecker. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein Tasting. Chris muss anrauchen, genau. Jetzt steckt er. Tasmania Lyptus ist gut, Fabian, ja. Oh je. Hab ich mit dem Dülle zusammen probiert, getestet auf seinem Kanal. Oh, der kommt schon. Sieht auch schon angeraucht aus. Er schmeckt, wie er riecht. Boah, was ist hierher? Boah, Kräutermischung ins Gesicht, hey. Heieieiei. Aber der geht, ja. Also er ist jetzt nicht... Den hättest du da nicht reinpacken. Junge, Junge, Rauch des Todes. Ich glaube, der wird echt gut. Ja. Ich glaube, der wird echt gut. Ist der Alibin. Aha. Der ist auch warm bei dem Wetter.
Ja, aber kurz nach Italien fahren, oder? Der ist gar nicht schlecht. Ich glaube, der wird echt gut, ja. Der ist gar nicht schlecht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man Salbei rauchen kann. Aber der hat was, ja. Schlecht ist er nicht, ne? Gut, und wir vor der Chivoy haben wir so Salbei-Bonbons gegessen. Ja. Und ein bisschen kommt schon hin, also ist ganz geil. Pizza! Pizza, Chris, bitte organisieren, ist schon zahlt. Die ist schon gezahlt? Ja, ich hab sie schon mal zahlt. Das ist gut. Das ist für den Magen, der muss was her. Ja. Jetzt müssen wir erst schon mal für den Magen sorgen. Es gibt's erst mal Pizza, Freunde. Hat eigentlich jeder Pizza bestellt? Ja, oder? Ich glaube ja. Nein? Nein? Wer hat nicht bestellt? Du? Was hast du bestellt? Nudeln. Nudeln. Lasagne. Zentralrat der Shishaschisten, ja genau. Was machst du denn? Hallo! Du schon wieder. Haut da ab! Alter, der Tabak ist echt gut, hey. Jetzt auch, wo mehr Hitze bekommt, schmeckt er nochmal ein bisschen intensiver. Ja. Hier, das ist hier der Tisch der Handybesitzer. Das ist der Katzentisch. Der Katzentisch. Stimmt. Oha! Das Pizza! Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Pizza! Nudeln! Ich kann essen, wenn du willst, ja? Den Stream. Oha, Krabs! Das gefällt mir, schreibt er. Jetzt macht er die 21 noch rein. Und jetzt sind wir voll. Tripalowski, Freunde. Tripalowski. 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 Krabs, du Wahnsinniger. Dankeschön für deine Spende. Da hat er kurz mal die 150 voll gemacht. Dann ist jetzt wahrhaftige Betonierungszeit. Die Dampflok ist an, Freunde. Jetzt gibt's Farmer ins Gesicht, ja. Tu das Sieb nur auf die Kohlen. Gut. Freunde, jetzt ist es soweit. Farmer. Darauf habt ihr doch den ganzen Abend gewartet. Seit 19 Uhr habt ihr doch auf den Farmer gewartet. Jetzt ist es soweit. Die ganze Fahrt hierher. Ich hab mich ja so gefreut. Oh Gott. Bader 895, Grüße gehen raus an dich. Aber du musst mit anrauchen dran, Alter. Oh ja. Eigentlich ja Agi, wer die gezogen hat, gell? Die Kohlen sind hoffentlich am Rand für den Anfang. Ja, ich hoffe auch. Anfangs würden wir... Ach, du hast schon umgestöpselt. Ja. Danke. Du musst anrauchen. Danke, danke, danke. Hier, willst du noch einen Super White Cake? Nein. Das hat eh keinen Wert mehr. Gleich nicht mehr, nee. Oh, gleich Gott. Kannst du zugucken, wie sich die ganzen Geschmacksknospen auf der Zunge nach innen wölben. Alter, die Vito, das ist abartig. Da holt die Zunge ab. Ja. Chris, beweg dich, schreibt der Pietro. Warum wird denn sowas bitte zensiert? Ich hab keine Ahnung. So, Freunde, erster Zug Farmer für mich, ganz allein. Ich darf mal anrauchen, da freue ich mich richtig drauf. Ja, komm. Farmer, erster Zug für mich zum Anrauchen. Das war halt nur kurz. Ich werde durch die Haustür abgehauen, als Farmer gezogen wurde. Timo, eigentlich hier direkt durchs Fenster und runter. So wie der Tabak damals. Ja. Björn, auf jeden Fall freue ich mich, jeden da dort zu sehen, ja. Also er schmeckt nicht nach Schafskäse und Liebe, definitiv nicht. Warum nicht? Also ich finde, dass so, so einen leichten mediterranen Geschmack hat schon. Mediterran. Es schmeckt nach dem Pharma. Das klingt nach. Okay. Herr Antonio. Habt ihr das Fenster in den Zug gemacht? Antonio. Ah. Ja, dann lass die Tür auf, dass es so ist. Wenn das nicht aussetzt. So, jetzt noch ein bisschen zu Ehren für den Domingo, wenn er schon mal da ist. Sein eigenes Lied mal noch mal rein hier, Freunde. Es darf natürlich nicht fehlen im Livestream. Bis dahin ist der Farmer dann auch gut angehaucht. Vergiss den Stress, ich ziehe dann so lange, bis der Nebel in der Lunge presst. Ich chill, chill, out, out, und zu dir drauf. Frag nicht, wie viel ich brauch, an einem Abend geht ne Tonne drauf. Ich cool, cool, down, down, mit der ich stopp, dass ich immer dabei in die Löcher, ne? Meine Huka, Tabak geht an. Hauptsache Minze, verstehst du, warum ich den ganzen Abend grinse? Du bist ein Abend, kein
und nur ohne Bart. Noch in die Dosen. Du willst puffen. Wasserpfeife mit System zum Genie, Selbstanzünder. Mutter, Mutter, Ficker, was ist das denn? Sag, du sollst die Finger davon lassen, steck den Windschutz drauf und provoziert den Rauch und mach das Ganze zu deinem feierabendlichen Brauch. Es gibt den Shisha-Warenkreis, egal ob Visa, Master, Cash. Kriegst du wieder was vom Chef, kommt bei Lisa wieder Rap. Kriegst du wieder miese Lines und das beste Qualmrezept. Es gibt den Shisha-Warentest und das beste Qualmrezept. Fest mir die Schlau. Atme durch den Rachen ein und dann fest mir die Schlau. Das Wasser in der Pfeife blubbert und der Rauch erzieht dann Schlauchhände in mein Hals. Ich atme, mache Qualmring, ist da was Fantasia. Einfacher Traum im Incident ist dit, wat ich einfach mach. Ich egal, finde ich Smoke meine Pfeife. Die Homies oder auch alleine Mucke aufgelegt. Und hoch mit dem Rhein, es ist Chillstufe 1000. Ja, die NPS, sie schimmert in dem Sonnenlicht. Immer weiter rauchen, bis die Kohle bricht und kochst du mir den Selbstzünder. Kannst du dich auch gerne ficken gehen, ich rauche in diese Scheiße nicht. Nie in meinem Leben, und hast du grad nichts anderes da. Sorry Bro, wir rauchen da beim nächsten Mal. Keine Kokoskohle, ich verziehe das Gesicht. Keine Kokoskohle, ein Wiedersehen gibt es nicht. Rauchst du Selbstzünder, häng dich jetzt besser auf. Kein Ritual, nenn es eher ein Brauch. Pass mir den Schlauch. Jetzt hast du dein Freestyle-Rap, Junge. Und das beste Qualmrezept. Pass mir den Schlauch. Atme durch den Rachen ein und dann press mir den Schlauch! Aggressiv, Junge! Jungle, noch geht auch. Wir haben noch ein scheiß Soundvolumen gehabt, guck mal, wie wir den auch wieder eng haben. Und jetzt geht's los. Das waren aber keine 10 Sekunden. Das waren keine 10 Sekunden. Guck mal, einmal der Farbe schmeckt scheiße. Junge, warte, ich hätte jetzt das ganze Video über. Ich brauche irgendjemand, der gerade diesen Huster gefilmt hat. Ja, der war ja nicht top dieser Welt. Alter, ich würde ausrasten. Was passiert? Alter, jetzt machst du dich der lustigste Sache aggressiv. Definitiv. Alter, ich würde echt ausrasten. Du bist so kurz vorm Ziel. Ich würde echt ausrasten, ey. Jetzt wieder. Alter, ja, okay, das ist echt hart. Da würde ich echt abfucken. Ach, gerade, der lebt immer noch. Moin, es geht noch weiter. Ja, weil der letzte war. Trump ist gut, ja. Du hast gelacht? Nein. Ja. Ja, ich fahr mal genau. Du bist ein Wrestler. Ja. Was war das denn? Der hat gerade ein 20-Karton weggeschmissen. Hi, John. Oder Ryan. Ach, das kennst du. Das ist wild. Los mit dir! Also kräftiger Fahrbezug! Kräftiger Fahrbezug! Pass auf! Das kenn ich, ja? Hör ihn dir! Das kenn ich ja! Hör ihn dir! Mach mal leise! Hör ihn dir! Hör ihn dir! Das kenn ich ja, ja! Ich glaube, du musst es jetzt ein bisschen leiser machen, sonst platzen Trommel. Nee, hab ich schon drauf geachtet, ja. Oh. So sehe ich auch aus, wenn ich geärgert werde und fahr mal auf, ja. Da. I do not associate with niggers. Oh. Adam! The Grinch. Sir, are you okay? I'm okay.
Was tut er? Aha. Ah ja, ah ja. So macht man das. Dann fahre ich zurück nach Berlin. Ja. Die Musik ist geil. Wie macht die Robbe? Genau so. Ja, Peach. Das geht so. Mega Faggy! Aggressiver Rentner. Oh oh. Gute Musik. Oh! Ey, das ist so krass! Ja, pass auf! Boom. Das kenn ich ja, ja. Weißt du, es wird nicht angefahren und man kriegt voll einen vor den Latz. Das ist übel, ja. Jesus is the brand. Hi, I'm your video. Dann haben wir Spende rein, Freunde. Danke für die Spende, ich schaue sie mir gleich an. Oh oh, oh oh. Nicht doch. Nicht den Rücken zudrehen. Nein, nein, nein. Der gute Erdball. Alter, warum muss es so übersteuert sein? Und das ist gut. Das ist der Steine. Das ist gut, der Backstein, nein. Achtung, die Musik eskaliert gleich. Dauert nicht lang. Achtung, und jetzt knallt's. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt geht's ab. Die gute Waschmaschine. Die hast du nur verkauft vom Garten, oder? Ja, das kennen wir schon, ja. Die Frage ist, war es gewollt, dass er auch noch gegen die Treppe fährt? Nein, das war's nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja. Hups! Jetzt aber schnell weg. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. You know, I could have sworn I heard something out here. What the heck is that? Okay, where did it go? Where did it go? Oh, no. There. Ist aber gut. Und jetzt voll. Das Geschrei von dir. Ach, das ist ein Furzkissen. Wow. Wenn ich sitze, speak. Fuck. Good boy. Fuck. Oha. Ah ja. Was wird das? Die sind gut drauf, würde ich sagen, oder? Was haben die geraucht? Ich weiß es nicht. Pharma. I'm gay. Okay. Oh. Das war zu einer Zeit der Film, ne? Da war das noch skandalös. Ah, dein Geburtstag. Ja, fast. Auf jeden Fall wird der DJ richtig abspacken. Oh. Ja, ist wie dein Geburtstag. Das ist geil, das habe ich ja so stinkt. Boing. Das Original ist aber nur witziger, weil der so schreit. Do you like squeaky toys? Kannst du mag nicht. Bitch called me ugly. I said bitch swear. She said under all that makeup. I said bitch swear. America is great because America is good. Ah ja. Wow. Wow. Oh oh.
Krabbe. Aggressive Krabbe, Junge. Don't fuck with me! Das kennen wir schon, ja? So, und wir haben jetzt hier noch zwei Tabake drin, Freunde. Einen Tabak kennen wir schon, den hat der Olli und ich, nee, der Chris und ich schon geraucht. Und da ist noch ein anderer Tabak drin, den hat noch keiner von uns geraucht, noch nie. Und Yvonne muss da jetzt dran, muss einen von den beiden jetzt rausziehen. Nein, den Tabak habe ich auch schon geraucht. Hast du auch schon geraucht? Ja, in dem letzten Weihnachtsstream. Ach Gottes Willen. Da haben wir es am Buch drin gehabt. 188 von Patrick, der macht das Ganze gerade. Dankeschön. Also. Dankeschön für deine 188, Patrick. Vielen Dank für deine Spende. Was ist das? Das war die eine Tüte von vorhin. Vom Anfang, oder? Das war da drin, ja. Oh, was ist das andere? Ich weiß ja, was das ist. Das ist Tambuka, ja? Was ist das andere? Was da drin ist? Bergamotte. Bergamotte. Also, Freunde, jetzt dürft ihr abstimmen, was wir rauchen. Wir haben noch zwei Sorten am Start: einmal Sambuka-Shot und einmal Bergamonster. Also Bergamotte im XXL Hardcore-Format wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie der schmeckt. Es kann auch sein, dass er gut ist. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Bergamott-Fan, weil ich die blumigen Sachen nicht mag. Aber ja, ihr dürft jetzt entscheiden, auf was habt ihr jetzt Lust, was sollen wir testen? Bergamotte als Monster Edition oder den Sambuka Shot. Genau. Einfach mal kurz Bescheid geben, was wir jetzt testen sollen, Freunde. Die zwei Sorten habe ich noch. Ja, mit dem Ding über. Ich muss ein Fahrradschlauch nehmen. Schweizer ist, glaube ich, oder? Ja. Oder Österreich. Adventskerzen, ne? Die dauern so ein bisschen. So, das ist jetzt die Frage: Was soll geraucht werden, Freunde? Das passt. Ja, genau. Polnischer Adventskalender. Heute Türchen Nummer 1. Der ist gut. Also, die Mehrheit ist für Bergamott. Freunde. Die Leute wollen Bergamott haben. Wenigstens was Gutes. Freunde, Bergamonster ist gebaut. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es geschmacklich gleich sein wird. Diesmal rauchen wir alle gleichzeitig an. Gleichzeitig an. Olivier. Olivier und Maximus. Hat man nie Probleme, wenn man im Halteverbot steht. Bis die Politesse da ist, ist der Wagen garantiert weg. Also, jetzt ziehen wir alle gleichzeitig mal Bergamonster an, oder? 1, 2, 3. Alter Fuchs. Stark aber gut. Stark aber echt gut. White Gummy Bear zum Beispiel von Fumari kann ich empfehlen, wenn du auf weiße Gummibärchen stehst. White Gummy Bear. Sehr, sehr lecker von Fumari. Also geschmacklich ist er super. Er drückt halt nur noch ein bisschen. Ah, es geht also, eigentlich, finde ich jetzt. Auf Polnisch. Jetzt kommt er. Mein Wagen. Jetzt kommt er. Ich will nicht, dass jemand einen Schluck nimmt. Ich will nur, riech mal an dem Wasser. Nee. Boah. Nee, auf keinen Fall. Das hat auch seine Gründe. Wie bist du auf den Namen B2B gekommen? Das ist mit 15 gewesen. Da habe ich überlegt, ich brauche jetzt mal einen Namen für YouTube. Und hab mir überlegt, ja, mein Vorname fängt mit B an und mein Nachname fängt mit B an. Und dann habe ich mir halt was zusammengereimt, wo mit Vor- und Nachnamen eben zu tun hat, mit dem Anfangsbuchstaben. Und dann bin ich eben auf den Namen gekommen damals. Hat aber keinen tieferen Sinn. Ich habe noch ein bisschen Kaktusfeige, nicht mehr viel. Boosten. Also, ich boost mal einen Moment. Oh. Das Strick halt, oder? Ja. So, was kann hier alles weg? Das kann weg. Du hast noch, oder? Warte. Cola? Dosen? Was ist leer? Leer? Kannst du mir gleich verzahlen? Schau, ne? Ja, jetzt ja. Wolltest du noch was? Ja, alles gut. Das macht er doch noch mit Absicht, das ist sicher. Jetzt zieh mal, jetzt ist er gerade aus.
Verbrauch. Halt zu. Alter Fuchs. Heftig, oder? Ja, der ist sehr stark. Der ist schon richtig stark, ja. Geht schon ab, ja. Boah. Aber er schmeckt schon geil. Also ich finde ihn geschmacklich echt gut. Ja. Also geschmacklich muss ich sagen, hat er echt was. Der kann wirklich was. Medium? Alle Medium, ne? Ja. Krebs hat sich gerade ein Shirt für die Messe bestellt. Vielen, vielen Dank für den Support. Allerdings sagt der Shop 25. bis 29. Oh, das wird echt knapp. Ich hoffe, das funktioniert noch. Durch den Feiertag reißt das Ganze natürlich einen Tag nach hinten raus. Das ist natürlich echt blöd, ja. Hoffen wir mal, dass es klappt, ja. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es noch rechtzeitig kommt. Ansonsten, ja, musst du es halt aufheben. Soll ich auch mitnehmen? Ja. Hukain Blackberries, jawohl, lass es dir schmecken, Dominik. Grüße an den Dave. Und Dave, auf jeden Fall den Huster von Benny Freund. Boah, Alter, der war übel. Der muss ins Best-of. Der gehört ins Intro rein. Gibt es einen deutschen Shop, wo man den Kalu Zamsalis für den Lotus 2.0 bestellen kann? Boah, keine Ahnung, Deitas. Ich glaube nicht. Shisha Livestream, wie lange wir noch live sind? Nicht mehr lange. Wir warten jetzt noch, bis Olli und so weiter mit dem Cleanen fertig ist und dann ist Ende. Quasi die Tatortreiniger. Jawohl, Dominik, nur so. Im Boss. Deluxe. Der wird auch bald eingeweiht. Ja, gleich wenn ich zu Hause bin. Das denke ich mir. Das denke ich mir, ja. So, Mädels. Skate. Skr. Da lacht er. Skr. Das war nicht gerollt. Wie man uns auf dem Messegelände findet, einfach Instagram abchecken. Ich mache regelmäßig Updates, wo ich mich gerade befinde. Und wir haben kaum auffällige T-Shirts an. Ja, richtig. Wird es ein Best-of von diesem Stream geben? Ich hoffe doch, dass der Ehren-Dave da wieder was Feines zusammenschneidet. Also sich fast neutral, ihr habt's komplett ins Spiel. Hat sie geschafft. Hast du gepackt, no, Respekt. Meine zwei Stück lese ich morgen. Das Lied, das geht gerade richtig steil, ja? Abartig. Hey, die vier von der Tanke, Alter. Man kann uns jetzt das Wackeldackel kaufen. Das ist auch noch was. Komm, eine SWT-Wackelkopffigur, Alter, was los? Ohne Witz. Geh mal zum Stefan nach dem 3D-Drucker. Ja, ohne Witz. Mit dem 3D-Drucker die Wackeldackel ist aus. Dann könnt ihr euch uns ins Auto stellen. Nehmen die Klorolle. Björn, nö, als Schliff ist 18.8 eigentlich der beste. Definitiv. Nee, also 18.8, der Schliff hat sich eigentlich durchgesetzt. Aber ich finde, oben ist ein 29.2 ja besser, dass der Durchzug eben nicht verschlechtert. Das merkt man bei der Poseidon auch, wenn man da einen Molassefinger drauf gibt, merkt man keinen Durchzugsunterschied. Wenn ich da jetzt einen 18.8er Schliff den 18.8er Molassefinger drauf geben würde, würde man das definitiv merken, wenn die Kugel drinnen ist und man zu zweit oder zu dritt raucht, ist der Durchzug richtig schlecht. Aber das ist normal beim kleinen Anschluss. Der Rauch muss ja, oder die Luft muss ja da auch durchgezogen werden. Und wenn die Öffnung nur noch ganz minimal klein ist, ist es ja normal. Ja, so sieht's aus. Ja, Freunde, wir sind jetzt eigentlich auch am Ende des Livestreams. Wir haben jetzt über 5 Stunden durchgestreamt, Freunde, für euch. Das sollte auch reichen. Von 19 Uhr haben wir durchgestreamt, bis jetzt kurz nach 0 Uhr sind wir am Start. Das heißt, über 5 Stunden sind wir schon live für euch. Wir haben sehr, sehr viel Ekliges geraucht, haben aber auch zwei Tabake gefunden, die uns sehr positiv überrascht haben von Darkside. Da bin ich auch sehr gespannt, was die in Deutschland auf der Shisha-Messe zum ersten Mal zum Release so raushauen. Ich glaube, Cola ist auch dabei, da freue ich mich auch schon drauf. Und dann einfach mal schauen, was da alles für Überraschungen auf uns warten. Ich werde auch einen Vlog hochladen, das Best-of von der Shisha-Messe. Der Chris wird mich da mit dem Videomaterial unterstützen und fleißig filmen. Der ist ja mit mir zusammen von Freitag bis Sonntag auf der Messe und wir werden alles im Prinzip aufnehmen und filmen. Und dann werden wir ein Best-of Shisha Messe 2019 hochladen und dann einfach schauen, was da alles so kommt. Also ich weiß selber nicht, was es alles so für Überraschungen geben wird.
Von daher lassen wir das alles auf uns zukommen. So schaut's aus. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden einzelnen von euch. Wie gesagt, kommt Samstag oder Sonntag gerne vorbei. Wenn ihr uns seht, sprecht uns einfach an. Gerne sind wir für einen kleinen Plausch zur Verfügung. Und ja, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn alles nach Plan verläuft, wird es am Montag, am 22. also im Prinzip morgen, wenn man es genau nimmt, auch einen Livestream geben. Am Ostermontagabend. Schauen wir mal, ob wir es schaffen zeitlich. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, aber der Plan ist ja. Und ansonsten am Dienstag gibt es dann das nächste Video. Und am Freitag gibt es dann natürlich ganz normal das nächste Video. Während wir auf der Messe sind, haben wir natürlich schon ein bisschen Videomaterial vorab geladen. Das werdet ihr dann dort finden. Ich glaube, die hatten Miami Vice im Kopf. Ja, ich glaube es echt auch. Das ist die Möglichkeit. Gruß von Sona auf jeden Fall. Grüße, ich freue mich auch, den Sona auf der Messe wieder zu treffen. Ja, mehr gibt es eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen als schönen Abend an alle. Vielen, vielen Dank auch an dich, Domingo, dass du von Berlin hierher gefahren bist. Ja. Und dass du die Pfeife auch entgegengenommen hast. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wann der erste Kopf läuft. Ich denke, das werden wir miterleben. Ja, genau. Oder? Ich denke, das werden wir miterleben, wenn die Pfeife angeraucht wird. Ja. Da wird es ein kleines Video bestimmt geben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, als kleines Dankeschön, denke ich mal, ist das ja, das Mindeste, was wir machen konnten, dich damit zu überraschen. Damit hast du ja nicht gerechnet, ne? Auf keinen Fall. Das T-Shirt oder der Hoodie hätte ja schon gereicht alleine, aber das war das i-Tüpfelchen für deine Arbeit quasi. Ist quasi wie Ostern. Richtig. Hey, kannst du also als Ostergeschenk nehmen, ja? Da habe ich übrigens noch Wieso? Der kurz bevor dem spontanen Livestream sagte sie zu mir, ich brauch deine Adresse, wir schicken ihm eine zu. Dann habe ich ihm die Adresse von deiner Oma gegeben, weil der gesagt hat, Liebe zu der. Ja. Und dann er so, ach du, der kommt ja, dann, ach, dann können wir es mir ja so geben. Richtig, machen wir es live. Ja. Achso, das ist weg. Ja. Aber er weiß jetzt leider trotzdem, wo du wohnst. Oder ich hab die Adresse, ja. Nebenan. Naja, ja, nebenan. Du weißt, wo du parken kannst. Richtig. Sagst Bescheid, Pfeife läuft. Ja, die läuft immer bei dir. Kid Light, ich habe ein Video hochgeladen, wie man Köpfe baut im Funnel. Somo oder Shabona Huka Mami Bowl. Kannst du dir gerne anschauen, da habe ich dir gezeigt, wie man das Ganze baut. Und ja, wie gesagt, vielen Dank an den Chris, an den Olli, an den Domingo, dass ihr mit am Start wart. Auch danke an die Mädels, ne, dass ihr bis jetzt tapfer durchgehalten habt. Und wir wünschen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank an alle, die dabei waren und zum Teil auch fast 5 Stunden zusammen durchgehalten haben mit uns. Ja, mega. Ich hoffe, euch hat der Ekel-Livestream gefallen. Es war zum Teil wirklich sehr, sehr eklig. Der Eimer musste zum Glück nicht verwendet werden. Der kann jetzt wieder in die Abstellkammer. Kann man wirklich mal so machen hier, ja. Da passiert nichts. Der darf jetzt in die Abstellkammer. Ja. Die Tastatur muss nicht gesäubert werden. Und ja, wir haben den geholt. Schönen Abend an alle noch. Wir sehen uns. Hoffentlich spätestens am Samstag oder Sonntag zur Shisha-Messe. Jetzt qualmen wir noch einmal in die Kamera, auch wenn es scheiße schmeckt, zum Abschied. Bitte? Der juckt irgendwie gerade. Ja, jetzt rauchen wir alle noch mal zum Abschluss. Hey, ihr zwei. Zum Abschluss noch einen Zug in die Kamera. Wer bist du ekelhaft? Einen Zug in die Kamera zum Schluss. Wir werden dann kurz einmal da. Genau, Olli, rein damit. Das war ich sicher. Nicht drüber auf die Kirche, gell? Und wenn alles nach Plan verläuft, wird der Dave dann auch das Best-of von diesem Livestream zusammenschneiden. Ja, hat er schon gesagt. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall an den Dave. Und ja, jetzt machen wir noch einen Abschiedssmoke, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten, einen schönen Abend an alle. Und wir sehen uns dann aller spätestens ja, am Montag, also morgen, am Dienstag oder am Freitag. Oder dann zur Shisha-Messe am Samstag oder Sonntag. Bis dahin, schönen Abend, Servus und Goodbye. Ciao. Ist ja stark.